Fußsohle. Wir sitzen auf dem Boden oder auf einem Stuhl. Positioniere den TMX Original oder TMX Original Plus auf deinem Schmerzpunkt entlang der Fußsohle. Für die exakte Durchblutung der Faszien und der Muskulatur reicht der Druck über die Schwerkraft aus. Damit ein guter Dehnreiz auf das Gewebe entstehen kann, sollte diese Position ca. 3 Minuten gehalten werden. Steigere deine Intensität, indem du einen sanften Druck auf dein Knie ausübst oder dein Gewicht auf deinen Fuß verlagerst. Schmerzareale, zum Beispiel durch Fersensporn verursacht, kannst du von deiner Ferse bis zum Fußball mit deinem TMX bearbeiten. Mit dem TMX kannst du einen langanhaltenden punktuellen Druck auf deinem Gewebe ausüben. Mit der TMX-Methode Triggern, Mobilisieren und Dehnen kannst du jede tiefe Verhärtung oder Verklebung lösen. Durch die Akupressur, die der TMX ausübt, können die ersten 2 bis 3 Minuten schmerzhaft sein. Eine gewisse Schmerztoleranz brauchen wir, um starke Verklebungen lösen zu können. Mobilisiere deine Fußsohlenmuskulatur, indem du deine Zehen langsam, abwechselnd beugst und streckst. Durch den Druck des TMX und der Mobilisierung kannst du gezielt deine Verklebungen und Verspannungen lösen. Der Druck ist wichtig, aber denke daran, dass nicht die Stärke des Drucks entscheidend ist, sondern dass du dich mit der Intensität des Druckes wohlfühlst. Zum Schluss kannst du im Stehen oder auch im Sitzen deine Fußsohle adäquat dehnen. Triggern, mobilisieren und dehnen. Die beste Waffe, um verspanntes Gewebe zu lösen.